Das geht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir stehen bei bestem Panorama. Gerade auf dem, ja, du stehst im Schatten, auf dem Berg. Es glüht. Und was wir jetzt heute eigentlich machen wollen, ist euch ein paar Optionen aufzeigen, die ihr mit der Insta360 Go 2 machen könnt, weil es gibt jetzt wieder einige coole Aktionen bei Insta. Den Link tue ich euch mal in die Infobox. Und ja, falls ihr vorhabt, euch eine zu kaufen, dann wäre sicher jetzt ein ganz schlauer Zeitpunkt. Es gibt auch nochmal 8% extra mit dem Code Freeride ist der richtige Code. Ich war mir da oben nicht ganz sicher, ob es Freeride oder Freeride Inc. ist. Und jetzt probieren wir sie mal aus, oder? Lass uns kochen. Damit ging es für uns dann auch schon ab auf den Trail und es war wirklich unglaublich heiß, deswegen super gut mit ein bisschen Fahrtwind, wobei es da oben so steil ist, dass man alles andere als schnell fahren kann. Da muss man wirklich gut kontrolliert bleiben und aufpassen, dass man nicht wegrutscht, weil gerade wenn es trocken ist, was ich zwar super liebe, aber dann ist natürlich der Schotter auch umso rutschiger. Mit den E-Bikes, die dann ja doch noch ein bisschen mehr Gewicht haben, merkt man das dann umso mehr, aber wenn alles klappt, dann ist man natürlich danach auch umso stolzer. Ja, jetzt soll es aber ja einigermaßen eigentlich um die Kamera gehen und zwar werden wir euch die Kamera an verschiedene Orte dran machen und festpinnen und eben einfach die ganzen Optionen ausprobieren, die uns so einfallen und euch dann auch immer zeigen, wie wir sie tatsächlich festgemacht haben, nachdem oder bevor wir euch die guten Sequenzen rausgeschnitten haben. Und jetzt mal noch ein paar Details zur Kamera an sich. Die hat eine Flow-State-Stabilisierung. Man hat die Hände immer frei, das ist nicht gelogen, die ist ja wirklich mini klein. Man kann sie überall befestigen, wo es magnetisch ist. Sie filmt mit 1440p mit 50 Frames per Second, was ich auch mega cool finde und was wir im Verlauf des Videos auch noch testen werden. Sie ist wasserdicht bis 4 Meter. Gut, so tief haben wir es nicht getestet, aber sie ist wasserdicht und das finde ich echt cool. Also alleine auch schon, wenn es regnet, dass man sich einfach nicht scheißen muss. Sie hat eine automatische Bearbeitung. Man kann Hyperlapse machen, man kann Zeitlupe filmen. Es gibt eine Fernsteuerungsmöglichkeit und man hat eine Wi-Fi-Vorschau. Und das Verbinden mit dem Handy klappt wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, wer die 1er von der Kamera hatte, da hatte ich immer Probleme, sie zu verbinden. Aber jetzt eben bei der Go 2, da haut es richtig gut hin und dementsprechend macht es wirklich super viel Spaß, die zu verwenden. Und ja, es gibt alle möglichen Ideen, die wir jetzt noch nicht getestet haben, aber eben auch, dass Leute, die zum Beispiel auf so einem ferngesteuerten kleinen Auto drauf haben und was weiß ich, da lässt sich noch so einiges machen. Aber ja, wie ihr wisst, bin ich nicht allzu einfallsreich, was das angeht und trotzdem haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Von dem her bin ich richtig stolz auf uns. Diese Kurve war in echt übrigens mega eindrucksvoll, weil ihr seht hinten zwischen den Bäumen den See rausspitzeln und der war so richtig karibikblau. Das war jetzt die Option mit Kamera auf dem Helm. Und jetzt schauen wir mal, was die Wundertüte sonst noch so zu bieten hat. Nächste Option ist jetzt beim Martin auf der Hipbag. Normalerweise haben wir die ja immer am Rucksack festgemacht. Hipbag fahren wir nur, wenn es eben so kleinere Touren sind und es relativ warm ist, sodass man einfach wenig Zeug braucht. Aber auch auf der Hipbag hat es richtig gut funktioniert, obwohl die Kamera dann ja andersrum drauf gepinnt wird. Ich dachte, die hält wahrscheinlich nicht, aber hat einwandfrei gehalten und das, obwohl es ja doch ganz schön geschüttelt hat über die Wurzeln drüber. Da waren wir selber sehr beeindruckt und erstaunt. Und ja, man traut sich am Anfang, die gar nicht so richtig herzunehmen, weil man denkt immer, oh, ob das hält. Klar, ich meine, versprechen kann ich euch da nichts, aber bisher wurden wir immer überrascht, weil es hat immer gehalten und das will was heißen. Habe ich euch diesmal an der Halskette gefilmt. Da wird die einfach so magnetisch dran gepinnt und die Kette selber sieht man dann unter das Shirt. Hier ist ja alles, was Metall ist, oder? Ja. Genau. Du kannst auch andere Sachen anpinnen. Steuerung. Da muss man
man jetzt vielleicht zugeben, dass der Winkel nicht so optimal ist, aber andererseits für einfach nur an dieser Halskette dran gepinnt ist die Aufnahme echt super, finde ich. Und auch da wieder unglaublich, wie gut die Kamera hält. Die nächste Sequenz ist jetzt hier auf dem Rahmen drauf. Sie filmt übrigens doch schon. Ich finde, die Einstellung ist uns diesmal richtig gut gelungen. Das haben wir ja schon ein, zwei Mal versucht und sieht auch immer cool aus, aber diesmal sah es so richtig gut aus. War perfekt vom ausgewählten Winkel her. Ich muss ja gestehen, ich überprüfe das dann nicht. Man könnte das natürlich auch jedes Mal am Handy überprüfen, ob die Einstellung gut aussieht. Dann spart man sich nachher bei der Bearbeitung einiges an Frust, falls es mal nicht so gut aussieht. Aber andererseits dauert es halt umso länger, bis es alles eingestellt ist. Und ja, da ist die Kamera genau gleich drauf geklebt, nur umgedreht. Ich dachte, das wäre auch mal ganz witzig, wenn man den Martin sieht, wie er so arbeitet mit seinem Fahrrad. Die Sequenzen jetzt gerade sind in dieser Einstellung aufgenommen. Und das hält er relativ gut, obwohl es eigentlich nur zwei Drittel biegt. Und zu guter Letzt haben wir sie dann nochmal auf den Helm drauf geklipst. Ich denke, das ist so vom Rundumblick her eine sehr schöne Einstellung. Und ja, die ist so leicht und klein, dass man sie auf dem Helm wirklich nicht spürt. Das Einzige, ihr seht ja, wenn es so ein Lichtwechsel von dunkel zu hell oder eben andersrum von hell zu dunkel ist, dann tut sie sich etwas härter mit dem Umstellen wie größere Kameras. Aber ich denke, für die Größe und das Gewicht kann man damit gut leben. Oh, 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 oh
hat sie brav gefilmt. Danach kommt sie hier in diese Station, die übrigens auch als Stativ genommen werden kann und kann sich noch zweimal komplett aufladen, um eben dann nochmal verwendet werden zu können. Die Akkulaufzeit ist eine halbe Stunde und eben es kann dann noch zweimal erweitert werden, dann ist es 1,5 Stunden insgesamt. Und so könnt ihr das dann noch als Stativ aufstellen. Vielleicht machen wir nachher noch irgendwas, wo wir uns dann so noch aufnehmen können. Krass. Nach dem Trail ist vor der Abkühlung, so viel sei auch schon mal gesagt. Über einen Fisch. Wow, ein Holzfisch. Der ist besonders unbekömmlich, habe ich gehört. Ja, aber vegan. Ja, vegan. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch eine Sache, die ich euch zeigen kann. Über den Boss, du hast Need. Du hast Need. Du hast Need. Ja, filmt immer noch. Kann auch unter Wasser. Gut? Super, mega. Und vor allem super handlich, das muss man echt sagen. Ja. Also ich wäre es vielleicht, wenn wir schon doch beim Motorrad mal installieren bei ein paar Platz, weil da ist natürlich mehr Fläche, ich glaube, das schaut gar cool aus. So neben Motor und so Sachen, einmal mal probieren und ein Heck und einmal Front und wenn ich wo beim Cruisen bin, ist sicher coole Sachen. Am Helm war es auch super praktisch, weil die Petra hat nur einen halbschalen Helm gehabt und da ist halt so, dass die eine Schlag und die kleine eher nichts tut. Ja, die also merkt man gar nicht. Jetzt verbinde ich die Kamera, sodass ich während dem Zurückradeln gleich die Videos runterladen kann. Und dann muss ich zu Hause nur noch auswählen und dann läuft die ganze Geschichte schon. Fotografieren ist nicht so einfach mit RAW-Dateien. Das ist ein bisschen komplexer leider. Die kann man ruhig aufs Handy umziehen, aber... Da passiert ja nicht viel. Nicht viel, ja. Obwohl, es geht ganz cool. Also wer, ein Tipp von mir, wer fotografiert, probiert es einmal an den Lightroom Classic Mobile, glaube ich, heißt der, bei Android und bei... Gibt es ein iPhone auch, gell? Ja. Probiert es da ein bisschen, das ist echt krass, die neuen Handykameras, auch gerade wenn das Licht super ist oder eine gute Landschaft habt, so wird es da auf, so ein bisschen Berg und Verschnitt und Wolken und spielt es auch mit Lightroom, gerade die Regler Tiefen und Lichter und Klarheit und ein bisschen so Geschichten, echt cool. Genau, macht es halt einmal. Und bei mir läuft der Download, da seht ihr 7 GB gut und es dauert ein bisschen, aber das macht ja nichts, während dem Radfahren hat es ja genug Zeit.